Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie alle da sind, denn das bedeutet, dass Wald und Klima und auch die Bildung zu diesen Themen Ihnen ein sehr wichtiges Anliegen sind. Und für mich ist es das auch. Und insofern bin ich ganz begeistert, hier so viele Menschen zu sehen. Und ich darf Ihnen jetzt einen Einblick geben in das, was wir die letzten 3 Jahre gemacht haben. Und möchte Sie ja auf jeden Fall einladen, jetzt hier einfach einen wunderschönen Tag zu haben mit uns hier gemeinsam im Waldhotel Schmöckwitz und nicht nur die Zeit hier drin, sondern auch draußen in der wunderbaren Natur hier zu genießen. Ich persönlich freue mich in gewisser Weise, dass es mal wieder regnet, denn der Wald braucht es wirklich. Und ich denke, wir haben ja alle unsere Regenjacken dabei und so ein paar Tropfen sind dann auch gar nicht schlimm, wenn wir nachher für die Workshops nach draußen gehen. Herzstück des Projektes sind unsere Fortbildungen. Die führen wir mit Interessierten durch, Pädagoginnen, aber auch freie Umweltbildner, kann jeder kommen, der möchte. Und es gibt zum einen Fortbildungen, die wir in Präsenz durchführen und auch online gibt es die Möglichkeit und die wesentlichen Inhalte, das ist bei beiden Formaten gleich, sind Naturerfahrung, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und wir haben auch immer sehr viel Praxisanregungen dabei, sodass man dann wirklich auch ins Tun kommt. Das ist gerade wichtig auch für Pädagoginnen, die vielleicht noch nicht so erfahren sind mit dem draußen Lernort Wald. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es wirklich auch immer sehr wertvoll ist, wenn man dann dort auch Aktivitäten ausprobieren kann. Bei den Fortbildungen ist es auch so, wenn wir an Tag 2 sind normalerweise, kommen wir auch in Gruppen zusammen. Da gibt es dann Gruppenarbeiten und da hat dann jede Person, die dort teilnimmt, die Möglichkeit für die eigenen Bedürfnisse, also sprich für die eigene Einrichtung, wenn man in einer Einrichtung arbeitet, auch ein Programm zu entwickeln mit unserem Support, sodass man dann wirklich auch nach der Fortbildung nach Hause kommt und auch schon direkt was vorbereitet hat. Denn was uns auch aufgefallen ist, dass bei vielen Pädagoginnen auch die Zeit einfach fehlt, noch zusätzlich weitere Sachen zu entwickeln. Und deswegen ist das auf jeden Fall auch immer eine sehr wertvolle Sache, aus der Fortbildung mit einem fertigen Walderlebnisprogramm auch nach Hause zu gehen. Dann ein wesentlicher, weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir immer verschiedene Akteure auch einladen, sodass man sich mit Waldexpertinnen vor Ort auch immer vernetzen kann. Und unsere Fortbildung, die wir in Präsenz durchführen, da sind wir immer an so wunderschönen Orten wie hier zum Beispiel. Aber auch in Berlin waren wir zum Beispiel auch schon im Ökowerk oder im Haus der Natur. Im Rathaus Treptow waren wir auch schon mal unterwegs, dann da im Plenterwald. Also wir kommen sehr viel rum mit den Klimakönnern bundesweit. Und dort ist es eben so, dass alle Interessierten, die zu der Fortbildung kommen möchten, dann auch einfach eingeladen sind. Und dann haben wir, das sehen Sie hier weiter unten, auch Wunschtermine, wo man sich an uns wenden kann und wir dann eben auch in die Einrichtung kommen, in die Kitas, die Grundschulen, berufsbildende Schulen. Und da schneiden wir das Programm auch immer so zusammen, wie dort die Bedürfnisse sind. Also da gibt es immer Absprachen vorher, sodass wir dann eben schauen, wo ist der Bedarf, wie viel Zeit haben wir, dass wir dann das entsprechend auch gestalten. Ich sage immer, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Und deswegen habe ich Ihnen mal so ein paar Impressionen mitgebracht. Da sehen Sie unsere Klimakönner in Aktion auf diesen offenen Fortbildungstermin. Und wer dann Klimakönner ist, der ist in der Regel nicht nur begeistert für den Wald, sondern liebt auch Bäume und ist vielleicht auch sportlich. Hier jetzt ein paar Impressionen von Fortbildungen, die wir in berufsbildenden Schulen durchgeführt haben. Hier sehen Sie einige Impressionen zum Beispiel aus Schwerin, aber auch aus Berlin. Ja, das war für uns Neuland in diesem Projekt. Wir hatten uns bewusst dafür entschieden, da wir in der letzten Projektphase festgestellt haben, nämlich auch auf einer Wald-Klimafonds-Tagung in Berlin. Dort waren wir zusammengekommen in Arbeitsgruppen und haben festgestellt, dass es leider so ist, dass bisher meistens nur wir Interessierte erreichen, die schon ganz viel zu Wald und Klima machen in ihrer Bildungsarbeit und schon sehr begeistert für den Wald sind. Aber dass wir leider bisher wenige erreichen, die sich eigentlich grundsätzlich nicht dafür interessieren. Und daher war es uns ein wichtiges Anliegen, in diesem Projekt auch besonders in berufsbildende Schulen zu gehen, sodass wir die jungen Menschen, die sich vielleicht noch nicht so interessieren, begeistern können. Aber auch, dass man wirklich an der Pike ansetzt und wenn die Menschen in der Ausbildung sind, ihnen direkt die wichtigsten Grundlagen und vor allem auch die Begeisterung für den Wald mitgibt. Und deswegen waren wir eben in den letzten 3 Jahren auf vielen berufsbildenden Schulen. Und es hat sehr viel Freude bereitet und entsprechend vielleicht auch der jüngeren Zielgruppe, die ja vielleicht etwas mehr Wert auf Mode legt, auf Schmuck,
Hier nochmal auch ein schönes Bild von einer Teilnehmerin, die das Waldspiel, was wir vorher gefertigt hatten, sich als Halskette umhang und einen kleinen Tanz aufgeführt hat. Also Sie sehen, wir hatten auch sehr viel Spaß in den letzten Jahren, nicht nur Arbeit, sondern auch wirklich viel Freude. Und vielleicht noch ein schönes Erlebnis auch aus Schwerin. Wir machen am Ende immer eine Feedbackrunde und da hatte ich einmal einen jungen Mann, der eigentlich sagte, als ich gehört habe, wir müssen hier sowas zu Natur machen, hatte ich eigentlich gar keine Lust. Aber war eigentlich doch ganz schön und ich kann mir auch vorstellen, was in meine Arbeit mitzunehmen. Und da habe ich gedacht, ja, ist ja super, also genau das ist das, was wir wollen. Und wenn wir dann, wenn es vielleicht nur 10 von 30 SchülerInnen sind, die wir begeistern können, dann finde ich es schon mal viel getan bei einer Schulklasse. Und wenn wir das weiter fortführen, dann glaube ich, legen wir da einen guten Grundstein. Zusätzlich zu unseren Präsenzfortbildungen haben wir einen Online-Kurs entwickelt. Dort können eben alle Interessierten teilnehmen, denen es nicht möglich ist, zu einer Fortbildung zu kommen. Aus welchen Gründen auch immer. Wir wussten damals noch nicht, dass Covid-19 kommt und waren dann aber sehr froh, dass wir den Online-Kurs mit beantragt hatten. Und da ist es dann eben so, dass genau auch die Inhalte von den Präsenzfortbildungen aufbereitet wurden. Wir könnten vielleicht mal auf ein paar Zahlen gucken. Momentan sind 800 Personen angemeldet für den Online-Kurs. Und ja, ich finde, das ist ganz beachtlich. 400 haben ihn schon fertig absolviert und auch ein Teilnahmezertifikat bekommen. Wie ist der aufgebaut? Man sieht es hier so ein bisschen. Es gibt verschiedene Kapitel zu den Themen, die wir eben auch schon gehört haben, nämlich BNE, Naturerfahrung und auch Wald und Klima vor allem. Aber auch, wir haben auch die Praxis aufbereitet, digital. Und es fehlt dort auch nicht der Erfahrungsaustausch. Klar, es ist natürlich schöner, wenn man sich in Person sieht, so wie hier. Aber wir haben dort auch ein Forum eingerichtet, was auch sehr rege genutzt wird, sodass man sich eben auch digital austauschen kann. Und zusätzlich zu den hochwertigen Lernvideos gibt es immer auch interaktive Aufgabenstellungen, sodass es immer einen guten Methodenwechsel gibt, damit das Ganze auch interessant bleibt. Wenn die Kursinhalte vollständig bearbeitet wurden, man sammelt dann so Badges. Man muss auch zwischendurch immer so ein bisschen, wird das Video angehalten, muss Fragen beantworten, bevor es weitergeht. Dann bekommt man auch das Teilnahmezertifikat. Also man kann es nicht einfach durchlaufen lassen, sondern man muss schon auch dafür arbeiten. Und hier würde ich Ihnen gerne mal einen kurzen Einblick in eines unserer Lernvideos geben. Sie fragen sich vielleicht, wie ist es mit der waldpädagogischen Praxis vor dem Monitor? Schwierig, da ist nicht der Wald vorhanden. Wir haben es so gut wie möglich versucht umzusetzen, das auch digital aufzubereiten. Und Sie können sich jetzt einfach mal selbst einen Eindruck verschaffen, wie das Ganze aussieht. Für unseren Waldklima-Erlebnistag haben wir uns rund 3 Stunden Zeit genommen, um im Bonner Kottenforst über spannende Spiele und Aktionen Grundlagen zu Wald und Klima zu vermitteln. Unsere Zielgruppe an diesem Tag sind rund 20 Kinder einer Montessori-Gemeinschaftsschule, 1. bis 4. Klasse gemischt. Als Leitidee an diesem Tag stehen die Fragen im Raum: Was bedeutet eigentlich Klima und was hat der Wald damit zu tun? Wir erkunden gemeinsam den Wald als besonderen Ort zum Entdecken mit allen Sinnen. Wir lernen, wie ein Baum funktioniert und was wir alles dem Wald zu verdanken haben. Außerdem beschäftigen wir uns an diesem Tag spielerisch mit den Themen Treibhauseffekt und Klimawandel. Im Wald angekommen, entdecken wir unsere Umgebung mit allen Sinnen. Anfangs liegt unser Fokus noch auf dem Bereich zwischen Boden und Baumkronen. Über erste Suchaufträge kommen wir gemeinsam ins Gespräch über Themen wie Wald als Ökosystem und die Unterschiede zwischen Klima, Wetter und Jahreszeit. Wir werden kreativ und fragen uns, was alles zu einem Baum dazugehört, wie er funktioniert und wie er sich ernährt. Gleichzeitig erfahren wir, wie relevant diese Antwort auch für uns Menschen ist. Unser Blick geht nun über die Baumkronen hinweg, hin zur Atmosphäre. Wir lernen gemeinsam, wieso es auf der Erde angenehme Temperaturen hat, wieso diese immer weiter ansteigen und was eigentlich diese Treibhausgase damit zu tun haben. Anschließend lenken wir den Blick wieder auf den Wald und reden über die sichtbaren Auswirkungen dieses Temperaturanstiegs und die damit verbundene Trockenheit. Größeren Äste bis zum Baumstamm.
In einer Abschlussrunde reflektieren wir den Tag und fragen uns, was wir als Einzelpersonen gegen den Klimawandel bzw. für den Wald tun können. Als Brückenschlag in den Alltag der Kinder verteilen wir abschließend Einkaufschips aus Holz. Diese können zu Hause abgegeben werden, während die Kinder darüber berichten, was sie alles im Wald erlebt und gelernt haben. Gleichzeitig kann dieser Holzchip bei jedem Einkauf daran erinnern, was wir über unser Einkaufverhalten alles für Wald und Klima tun können. Ja, wie Sie sehen, haben wir es, glaube ich, ganz gut geschafft, den Wald an den Schreibtisch auf den Monitor zu holen. Und ich kann Sie nur einladen, wenn Sie Lust haben, den Kurs zu besuchen. Der ist kostenfrei. Und selbst wenn Sie schon eine Präsenzfortbildung besucht haben, macht es trotzdem Sinn, weil es dort auch wieder neue Sachen zu entdecken gibt. Und manchmal macht es ja auch Spaß, Dinge wieder aufzufrischen. Und wir haben auch einiges an Feedback bekommen von Teilnehmenden des Online-Kurses. Und ich blende hier einfach mal nacheinander ein paar ein. Können Sie gerne für sich mitlesen. Und ja, wir freuen uns einfach immer sehr, wenn wir da auch die E-Mails bekommen, dass Menschen eben uns auch Feedback geben, wie sie den Kurs fanden, sodass wir ihn auch weiterhin optimieren können. Und ja, freuen uns einfach immer darüber, dieses tolle Feedback auch zu bekommen und eben auch zu wissen, dass der Kurs auch so rege genutzt wird. Und dann gibt es hier zum Beispiel auch so einen Kommentar, wo jemand sagt, ich werde es auf jeden Fall meinen Kolleginnen und Bekannten weiterempfehlen. Und genau, besuchen Sie ihn auch, empfehlen Sie es gern weiter. Und dann, denke ich, sind wir da auch wieder schon einen Schritt weiter Richtung guter Waldklimabildung für alle. Ja, jetzt würde ich gerne ein paar Zahlen nennen. Denn Zahlen sind, finde ich, auch mal sehr wichtig. Wir hatten ja wirklich drei herausfordernde Jahre mit Covid-19, gerade wenn man auch Veranstaltungen plant. Hieß es, dass wir eine sehr große Flexibilität an den Tag legen mussten. Es gab kurzfristige Absagen von Veranstaltungen, Verschiebungen, Neuplanungen. Und trotz allem haben wir es geschafft, zumindest fast alle Fortbildungen, die wir zu Beginn des Projektes geplant hatten, auch umzusetzen. Das war echt eine Herausforderung, aber wir haben es geschafft. Und darüber freuen wir uns sehr. Vielleicht hier einmal auf die Folie schauend. Also wir haben in den letzten drei Jahren immerhin 130 Präsenzfortbildungen zusammen mit den Landesverbänden durchgeführt und 2700 Personen geschult. Das finde ich sehr beachtlich, gerade wenn man auf die Covid-19-Zeit schaut. Und zusätzlich wurden eben 400 Absolventinnen des Online-Kurses verzeichnet. Und insgesamt bedeutet das, also Präsenzfortbildungsteilnehmende und Online-Teilnehmende, dass wir bei immerhin 3100 Multiplikatoren sind. Und wenn man vielleicht einmal auch nochmal insgesamt schaut, finde ich, über die sechs Jahre der beiden Projekte, dann lässt sich sagen, dass wir sogar insgesamt an 280 Orten waren und über 5000 Multiplikatoren ausgebildet haben. Und da muss ich auch echt wirklich nochmal sagen, vielen, vielen Dank auch an euch, liebe Kolleginnen in den Landesverbänden, dass ihr das so zahlreich unterstützt habt und da unterwegs wart. Sehr wertvolle Arbeit. Vielen Dank. Ja. Was auch ein wesentlicher Bestandteil des Projektes ist, sind Bildungsbroschüren, die wir entwickelt haben, sowohl im ersten als auch im zweiten Projekt. Vielleicht haben Sie es schon gesehen, in Ihren Mappen finden Sie eine ganz neue, druckfrische Bildungsbroschüre und Sie sind die Ersten, die diese bekommen haben. Und ich würde einmal kurz mit Ihnen dort reinschauen wollen, vielleicht ganz grob was zu den Inhalten und zu den Zielen sagen wollen. Hier sehen Sie die Inhaltsseite und können sehen, dass wir sechs Projekte entwickelt haben, die sich für Kita und Grundschule eignen. Und diese Projekte sind ganz überschaubar auf zwei Seiten, also auf einer Doppelseite abgebildet. Hier war wirklich die Idee, dass wir es kurz halten wollen, dass man wirklich da einmal reinschaut, die Doppelseite auf hat und sofort erfassen kann, worum geht es. Gerade wenn man vielleicht mal nicht so viel Zeit hat, was, glaube ich, bei dem im Arbeitsalltag der meisten so ist, dass man dann auch einfach schnell Materialien hat, die man nutzen kann, ohne sich da jetzt erstmal stundenlang einzulesen. Die Zielgruppe sind Pädagoginnen, die mit Kindern im Kita- und Grundschulalter arbeiten. Wie gesagt, es ist kurz gehalten und Sie als erfahrene Pädagoginnen, denke ich, sind super dazu in der Lage zu schauen, wie kann ich das Ganze auch noch anpassen und ein bisschen vielleicht einfacher, aber auch anspruchsvoller gestalten, entsprechend meiner Zielgruppe und die Aktivitäten dann eben ganz leicht auch adaptieren, so wie Ihre Bedürfnisse auch sind. Wo lässt sich Wald und Klima am besten vermitteln? Natürlich draußen im Wald. Deswegen führen auch alle Projekte an den Lernorten
Ort Wald. Und es gibt hier in den 6 Projekten konkrete Spielideen, Aktivitäten, Experimente, die man durchführen kann zu den ja wirklich komplexen Themen Wald und Klima, wo es nicht immer so einfach ist, das auch Kindern zum Beispiel im Kita-Alter zu vermitteln. Und ich denke, hier hat man ein paar ganz gute Ideen in der Broschüre, wo es eben vor allem auch um das gemeinsame Entdecken und Erleben geht. Die Themen, die wir hier aufgegriffen haben, sind beispielsweise Forstwirtschaft, Wetter, Klima, nachhaltige Waldgesundheit, Wasserhaushalt und das Ganze natürlich immer kindergerecht aufbereitet. Hier können Sie die Maskottchen der einzelnen Projekte sehen. Es wurde für jedes Projekt ein Maskottchen entwickelt, denn aus meiner eigenen Erfahrung und ich denke wahrscheinlich auch aus Ihrer Erfahrung ist es immer besonders schön, wenn wir in den Wald gehen, gerade mit jüngeren Kindern aus der Kita oder vielleicht auch in den ersten Grundschulklassen, ein Maskottchen dabei zu haben, denn die Kinder sind immer sofort total begeistert, so als wäre es ein wirkliches Tier, sage ich mal, wenn man so eine Eichhörnchenpuppe oder so dabei hat. Ich habe gern auch Max den Moorfrosch dabei und es ist immer wieder erstaunlich, dass die Kinder wirklich denken, das wäre jetzt ein echtes Tier, was die ganze Zeit irgendwie uns begleitet. Und das ist immer, finde ich, ja, ein wunderbarer Rahmen, so ein Maskottchen dabei zu haben. Und hier sehen Sie eben Hugo Holzwürfel, Bruno Baum, Vanja Wichtel, Rita Regenwogen, Frieda Frosch und Finja Fichte. Hier einmal kurz die Symbole. Also wir haben Symbole entwickelt, die für eine bestimmte Art und Aktivität stehen, so dass man, wie man jetzt hier auch sieht, bei den einzelnen Aktivitäten nach den Symbolen auch schauen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel unbedingt kreativ gestalten möchte, dass ich dann einfach in den Projekten direkt sehe, welche Aktionen dann auch auf dieses Bedürfnis passen. Optimalerweise ist es so gedacht, dass Sie das gesamte Projekt durchführen. Sie können sich aber auch bei Zeitmangel einzelne Aktivitäten herausgreifen. Und hier in diesem Bereich sind immer die Lernziele aufgeführt, die BNE-Kompetenzen, die man erwerben kann und dann auch ein Vorschlag, wie man in das Thema einführen kann, damit das Ganze rund ist und wie gesagt auch schnell und einfach umzusetzen. Rechts unten sehen Sie die Materialien, die man benötigt. Das ist auch auf allen Seiten so, in allen Projekten. Und zusätzlich gibt es auch immer noch Info und Tipps, die dann eben einen darin unterstützen, die Themen noch weiter zu vertiefen. In dem Fall haben wir zum Beispiel ja auch Baumfaltblätter, die man gut nutzen könnte, weil Hugo der Holzlöffel aus Buche ist, sodass man dann sich eben da auch noch weitere Materialien besorgen kann und auch weiß, wo man die findet. Die Broschüren sind kostenfrei erhältlich, entweder auf unserem Bildungsserver Wald, digital zum Download oder aber auch im SDW-Shop können Sie die bereits gedruckt bestellen, werden, denke ich, ab nächsten Monat dann dort auch erhältlich sein, also gedruckt. Und genau, sagen Sie es gern weiter, wenn es Ihnen gefällt. Die Broschüren freuen sich, wenn Sie BesitzerInnen finden und dann auch mit in den Wald kommen. Wir haben auch entwickelt in den letzten 3 Jahren, es kommt noch einiges, ja, die Waldkönner-Auszeichnung. Ich versuche, mich kurz zu halten, aber wir haben einfach wirklich so viel gemacht in den letzten Jahren, dass das hier irgendwie seinen Raum haben muss. Wir haben die Auszeichnung entwickelt und es geht darum, dass wir Einrichtungen darin unterstützen, die Bildungsarbeit zu Wald und Klima in ihrem Bildungsalltag zu integrieren. Das können Einrichtungen sein, die schon sehr aktiv sind. Aber wir wollen auch gezielt Einrichtungen ansprechen, die sich eben noch nicht so gut auskennen, weil wir auch im Prozess persönlich begleiten, kostenlose Fortbildung, Bildungsmaterialien anbieten, in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Und unten rechts sehen Sie den Leitfaden zum Waldkönner, den haben wir entwickelt. Wir haben dann ja nach der Fertigstellung beworben. Wir wussten jetzt natürlich nicht genau, was passiert, wie viele Menschen sich dafür interessieren. Wir haben einmal beworben in unserem Verteiler und haben 450 Bewerbungen bekommen. Wir haben irgendwann festgestellt, ich glaube, als wir so bei 300 waren, dass wir es eigentlich nicht mehr wirklich handeln können, einfach von den Kapazitäten, weil die Nachfrage so groß ist und wir nicht genug Personal hatten. Und dankenswerterweise haben wir dann noch eine 450-Euro-Stelle genehmigt bekommen von der FNR für eine studentische Hilfskraft, die uns dort auch unterstützt. Haben aber bei 350 Bewerbungen dann auch Schluss gemacht und hoffen, dass wir eben alle anderen Interessierten in Zukunft unterstützen können und haben auch schon eine Projektskizze geschrieben und hoffen, dass wir in Zukunft da auch eine Förderung für ein Folgeprojekt bekommen können, was die Waldkönner heißen könnte. Dann haben wir eine neue Webseite entwickelt, den Bildungsserver Wald, ist die Webseite der Klimakönner. Ich denke, das wesentliche Angebot dort
ist unsere Datenbank mit 150 Bildungsmaterialien zu Wald und Klima, die man dort suchen kann über eine Suchmaske. Momentan sind es nur SDW-Materialien. Wir planen es zu erweitern. Wir möchten gerne auch Materialien von anderen Anbietern dort mit einstellen, sodass die Datenbank eben stetig auch wachsen kann. Genau, also wenn Sie Materialien haben, die da gut aufgehoben sind, können Sie sich gerne an Simon Ambrosch wenden. Da freuen wir uns drüber. Dann gucken wir, dass wir die Materialien auch dort mit einstellen. Dann ist uns da ein wichtiges Thema auch die Netzwerkbildung, bestehende Netzwerke weiter auszubauen. Und deswegen gab es in den letzten Jahren auch in jedem Bundesland oder in fast jedem Bundesland 2 Netzwerktreffen. Und insgesamt waren es 20 Stück an der Zahl mit über 600 Teilnehmenden in den letzten beiden Jahren. Und hier geht es eben ja darum, dass wir dort zusammenkommen, informieren, qualifizieren, uns weiterbilden, aber uns auch austauschen und Synergien nutzen, um eben unsere Themen weiter im Bildungsalltag zu verankern. Und ein wichtiger, also noch ein Stück weiter nach oben, als Anschluss an die Netzwerktreffen, wo wir auf Landesebene unterwegs waren, heute und morgen die bundesweite Fachtagung, wo wir unsere Themen auf eine bundesweite Ebene heben möchten und unsere Ergebnisse, die wir aus den Erfahrungen der Netzwerktreffen bekommen haben auf Landesebene, eben jetzt einfach hier auch nochmal heute im Verlauf des Tages präsentieren. Und ich möchte jetzt auch gar nicht zu viele Worte darüber verlieren, denn wir sind knapp in der Zeit und ich weiß, Simon Ambrosch hat da sehr viel vorbereitet und wird Sie später dazu noch weiter informieren im Verlauf des Tages. Wir sind jetzt tatsächlich bei der vorletzten Folie. Ich habe hier unsere Meilensteine nochmal zusammengefasst. Eine Folie hat leider nicht gereicht. Wir haben 130 Fortbildungen durchgeführt in den letzten 3 Jahren, haben einen Online-Kurs entwickelt, 3100 Multiplikatoren geschult, 350 Bildungseinrichtungen haben wir aufgenommen in unser Auszeichnungsverfahren Waldkönner. Wir haben 70 Waldkönner-Einrichtungen ausgezeichnet. Wir haben 19 Projektwochen mit 2600 Kindern durchgeführt. Davon hatte ich erst noch nicht mehr gesagt, weil einfach die Zeit nicht reicht. Aber ja, einige Kolleginnen haben auch Projektwochen durchgeführt. Und wir haben einen Newsletter, der regelmäßig erscheint. Wir haben Bildungsmaterialien entwickelt. Es gibt übrigens auch in Kürze noch eine zweite Bildungsbroschüre. Darüber werden wir Sie dann auch informieren. Wir haben die neue Webseite. Wir haben die digitale Datenbank mit 150 Bildungsmaterialien, die 20 landesweiten Netzwerktreffen mit 600 Teilnehmenden und heute die bundesweite Fachtagung Wald Klima Bildung und damit dann auch das Netzwerk Wald Klima Bildung, von dem Sie alle Teil sind, worüber wir uns freuen, denn ohne Sie wäre es nicht möglich, die Themen voranzubringen. Deswegen ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich dafür interessieren, dass Sie sich engagieren. Machen Sie weiter so. Und ganz herzlichen Dank auch an alle lieben Kolleginnen aus den Landesverbänden und auch aus der Bundesgeschäftsstelle, sowohl der Klimakönner als auch alle anderen, die hier beteiligt sind. Danke für euren Support, eure Unterstützung. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen und es hätte auch nicht so viel Spaß gemacht. Danke. Auch von unserer Seite super, liebe Kolleginnen und Kollegen in den anderen Landesverbänden. Ich denke, da wurde echt was auf die Beine gestellt. Gibt es Fragen zu Anne Schnurfeils Vortrag? Christoph. Ich habe eigentlich nur eine Ergänzung. Und zwar, das Interessante eigentlich ist, dass, wie kommt man von dem Projektantrag sozusagen in das Doing hinein? Und da waren einfach Dinge, da waren Dinge in diesem Projektantrag drin gestanden, von denen wir gar nicht wussten, wie sie funktionieren. Ich denke zum Beispiel nur an den Online-Kurs und an die Waldkönner-Auszeichnung, da standen im Prinzip ein paar Sätze dazu. Und dass das jetzt, sagen wir mal, auch so funktioniert hat und so mit Leben erfüllt wurde, das ist zum einen natürlich Simon und Anne besonders zu danken, aber auch Tim und Sophia, die bei uns in der Geschäftsstelle mitgearbeitet haben, aber eben auch den zahlreichen Akteuren und Akteuren vor Ort, die das sozusagen auch umgesetzt haben. Und das ist eigentlich toll und das macht mich auch besonders stolz, dass wir da wirklich von einem trockenen Stück Papier, wo dieser Antrag drauf stand, wirklich zu einem so lebendigen Netzwerk gekommen sind, mit den ganz vielen Elementen und Bausteinen, die vorher gar keiner wusste, wie die im Endeffekt danach aussehen können. Und vielen, vielen Dank da an euch alle und auch besonders. Ja, gibt es noch eine Frage, Anmerkung? Eine Frage habe ich noch, Anne. Wir haben die ganzen Zahlen gesehen.
Ich persönlich finde ja, das ist ein sehr erfolgreiches Projekt. Wie wertvoll ist deiner Meinung nach eine Folgefinanzierung durch den Waldklimafonds? Ja, absolut wesentlich, denn also wie Sie sehen, wenn wir die Förderung nicht gehabt hätten, hätten wir nicht so viele Sachen auf die Beine stellen können. Und ich finde es nicht nur für uns, für die SDW wichtig, sondern für Sie alle, dass es einfach mehr Möglichkeiten gibt, Bildungsprojekte zu fördern. Insofern ja, halte ich es für essentiell, damit wir in der Bildungsarbeit für Wald und Klima weiter vorangehen können. Und wenn wir in die Wälder schauen und auf den Klimawandel, denke ich, ist es einfach dringend nötig. Danke. Noch eine Ergänzung dazu, weil das ist, glaube ich, alles eine Erfahrung, die wahrscheinlich ihr alle auch macht. Ohne Förderung finden diese Bildungsprojekte nicht statt. Und das ist sozusagen das Entscheidende, was man immer wieder sich auch vor Augen halten muss. Man kann ohne eine finanzielle Unterstützung kein funktionierendes Bildungsprojekt sozusagen auf die Beine stellen, weil in den Schulen oder wo man auch hingeht, es gibt überhaupt kein Budget für diese Themen. Und nur wenn man sagt, ich habe ein kostenfreies Angebot, das ihr nutzen könnt, dann kann man sozusagen auch in den Schulen sozusagen ankommen. Also auch nochmal. Genau. Wichtig. Also ich denke, das ist ein Punkt, den wir noch gar nicht gesagt hatten heute. Die Bildungswerkstätten und die Projektwochen sind für die Teilnehmenden kostenlos. Ja, die müssen lediglich, wenn überhaupt, das Essen bezahlen und die Getränke, wenn sie sich das nicht selber mitbringen. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, gerade für Kitas und Schulen, auch sicherlich für außerschulische Bildungseinrichtungen. Aber die Kitas, also für die ist dann einfach die Hemmschwelle sehr viel niedriger. Dann zu sagen, so, wir melden mal eben 4 Mitarbeiterinnen an für die Schulung. Also wir hatten gerade letzte Woche, Donnerstag, Freitag in Goslar unsere letzte Bildungswerkstatt und da waren viele aus der Kita und auch einige aus der Grundschule und auch einige Waldpädagoginnen. Und für die war das ganz wichtig, dass die kommen konnten und alles da war. Also die sind einfach morgens losgefahren, alles war vorbereitet, der Tagungsraum war vorbereitet, die Materialien und sie mussten nichts dafür bezahlen. Also das ist wirklich wichtig. Genau. So, wir haben da ist noch eine Frage. Ich heiße Michael Rademann, komme der SDW Hamburg und ich möchte noch eins draufsetzen, was Christoph Röhlmann eben gesagt hat, weil wir in Hamburg halt Schulen haben, die natürlich sich freuen über unser jetziges Projekt, das war ja vorhin auch kurz vorgestellt, das Waldcoaching teilzunehmen, aber wir haben teilweise Schulen, da hapert das sogar daran, selbst wenn das kostenlos ist. Und zwar liegt es einfach daran, weil wir nebenbei halt fahren müssen mit den Öffentlichen und da ist das Geld bei den Familien halt nicht da. Und das ist sogar da, sogar noch einen draufgesetzt. Ne? Sogar bei den Fahrgeldkosten scheitert das teilweise mit Schulklassen. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Danke. Ja, danke.